Ja, war's das jetzt mit der Karriere von Michael Wendler? Nach seinen irren Verschwörungstheorien auf Instagram hat er mächtig Ärger mit seinen Vertragspartnern. Jetzt bei mir ist unsere Showchefin Janina Kirsch und sie hat alle Details zu dem Ärger, dem Michael Wendler jetzt droht. Ja, hallo Janina, ich habe es gerade angedeutet, es gibt mächtig Ärger. Mit wem und warum? Naja, es gibt mächtig Ärger an vielen Fronten, würde ich sagen, denn mit dem, was Michael Wendler da auf Instagram gestern gesagt hat, die Verschwörungstheorien, die er kundgetan hat, den Angriff auf die Bundesregierung und auch den Angriff auf RTL, damit hat er sich natürlich jetzt keine Freunde gemacht. Und wir haben ja heute schon in der Zeitung auch geschrieben und groß bei Bild.de darüber berichtet, dass natürlich auch vor allem RTL überhaupt nicht begeistert ist und sich sehr, sehr stark distanziert. Und wir haben natürlich noch mal nachgefasst und wollten wissen, was passiert jetzt mit den Verträgen von Michael Wendler? Wie wird es jetzt weitergehen, dass er aus der Jury raus ist? Ist ja schon klar. Und da, wie gesagt, haben wir noch mal nachgefragt. Und wir wollen uns jetzt mal das Statement angucken, was RTL zu Bild gesagt hat. Und zwar hat RTL-Geschäftsführer Jörg Graf erklärt, Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen. Ja, das klingt nicht gut für den Wendler. Janina, sag uns, was hat es jetzt konkret zu bedeuten? Dicke Klage gegen den Wendler von Seiten RTL. Er hat Verträge gebrochen. Er hat offenbar in Eigenregie einfach gesagt, ich mache nichts mehr mit. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Im Klartext bedeutet das, RTL will Michael Wendler verklagen. Das ist ganz einfach. Sie prüfen jetzt alle juristischen Mittel, die sie haben, und werden zusehen, dass sie gegebenenfalls auch Schadensersatz von Wendler fordern. Das ist natürlich für Wendler, der sowieso schon Steuerschulden hat, eine Summe von 1,2 Millionen stand da vor einigen Monaten noch im Raum, ein ganz, ganz dicker Batzen. Und man kann sich eigentlich gar nicht erklären, wie er seine Existenz so aufs Spiel setzen kann. Ja, auf den ganzen Aspekt, wie konnte es so weit kommen, kommen wir nachher auch zu sprechen. Jetzt wollen wir erstmal versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen über den ganzen Ärger, der ihn da droht. Denn RTL, die Klage von RTL, ist ja bei weitem nicht der einzige Ärger, den er jetzt hat. Nein, das ist nicht der einzige Ärger, den er hat. Ich habe vorhin schon erzählt, dass er einen Vertrag mit Kaufland abgeschlossen hat. Es gab einen großen Werbedeal. Der Werbespot ist gestern Abend gelöscht worden. 250.000 Euro sollen dafür geflossen sein. Jetzt ist die Frage, ob Kaufland das Geld zurückfordert oder ob Kaufland das überhaupt schon überwiesen hat. Da wollte sich Kaufland uns gegenüber noch nicht so richtig äußern, weil sie sagen, Vertragsdetails sind vertraulich. Aber auch Kaufland wird rechtliche Schritte gegen Michael Wendler prüfen. Aber ich kann dir gleich sagen, der Rattenschwanz, der ist noch viel, viel, viel länger. Denn Kaufland und RTL sind nicht die einzigen, die jetzt sagen, wir wollen unser Geld zurück. Es gibt zum Beispiel eine Marke Uncle Sam, das ist eine Modemarke. Mit denen wurde die haben erst kürzlich einen Vertrag mit Wendler geschlossen. Da geht es um 250.000 Euro Gage, die schon geflossen sind und die jetzt zurückgefordert werden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.